Als ich noch ganz klein war, dachte ich, mein Leben wird mal wunderschön. Ich hatte großes Vor, nur leider hatte ich dann keinen Bock auf das System und in der Schule ein Problem. Und deshalb bin ich jetzt Verpeiler. Ich traf danach in meinem Leben die verschiedensten Propheten, die erzählten viel, nur leider schwätzten sie viel von Glück und Frieden. Wie wohl in der Zukunft fliegen, das brachte mich nicht weiter. Glaub ich jetzt weiter an die Liebe oder kotze ich im Strahl? Doch wenn ich nur Gift versprühe, werde ich kalt und hart wie Stahl. Dann werde ich kalt und hart wie Stahl. Als Maschinengewehr, ich geh zum Fasching. Ich geh zum Fasching als depressiver Bär. Ich geh zum Fasching. Ich geh zum Fasching als Maschinengewehr. Ich sitz da in der Ecke, als ob ich der Coolste wär. Ich geh zum Fasching als depressiver Bär und nehme mir Dornröschen, die schaut so komisch her. Sie knallt mir plötzlich in den Po und küsst mich auf den Mund. Die Zeit bleibt plötzlich stehen und meine Welt ist wieder bunt. Jetzt meckert ihr zu Recht, die Story ist euch zu naiv. So ein Hippie-Woodstock-Märchen, da lacht ihr euch krumm und schief. Vielleicht habt ihr recht, ich weiß es nicht, ich bin ja kein Prophet. Ihr müsst es selber ausprobieren, dafür ist es nie zu spät. Vielen Dank!